Hallo zusammen, ich habe mich schon sehr auf den Herbst gefreut, auf die warmen Farben und kuschelige Outfits und dementsprechend gibt es heute ein Get Ready With Me zu diesem Thema und ich beginne als erstes mit meinem Löscher von Maybelline und damit konturiere ich sozusagen auch gleichzeitig mein Gesicht und decke auch Unebenheiten direkt ab. Das Ganze verblende ich mit diesem Bufferpinsel hier und arbeite das einfach schön ein, damit die Übergänge fließend sind. Den gleichen Pinsel benutze ich dann auch für diese Foundation hier von MAC und die trage ich sozusagen als Übergang auf zwischen dem Concealer und den noch freien Stellen. Und ich werde euch demnächst auch noch ein Video abdrehen zum Thema, hat sich MAC gelohnt? Also da werde ich euch nochmal die Produkte zeigen, die ich mir vor einiger Zeit gekauft habe und euch ein Feedback dazu geben. Was ich aber schon verraten kann, ist, dass ich diesen Pro Longwear Concealer von MAC sehr, sehr gerne mag. Ist nur immer noch ein bisschen schwierig, manchmal kommt immer noch zu viel aus dem Spender raus, aber es trägt sich wunderbar auf und das gebe ich natürlich auf die bekannten Stellen unter dem Auge und noch auf kleine Unebenheiten. Was ich an dieser Stelle auch sehr gerne mache, ist, ich drücke das Produkt mit warmen Händen nochmal so in die Haut ein. Ich habe das Gefühl, es verblendet dadurch alles viel, viel besser und sieht ebenmäßiger aus. Und danach wird das Ganze auch noch fixiert mit etwas Puder und diesem Kiko-Pinsel hier. Der ist schön fluffig und ich benutze wirklich sehr, sehr wenig Produkt und auch eine leichte Hand beim Pinsel, weil es soll ja nicht cakey aussehen, sondern einfach nur etwas fixiert werden. Jetzt folgt einer meiner Lieblingsschritte und zwar das Konturieren mit einem matten Bronzer und den verteile ich mit einem relativ großen Pinsel, der schön weich ist und damit trage ich das Puder dann an die bekannten Stellen auf, das heißt einmal an der Wange, dann auch auf den Schläfen und natürlich am Kinn sowie am Hals. Weiter geht es dann mit den Augen und da benutze ich jetzt wieder meine I Love Stage Eyeshadow Base und ich mag die wirklich sehr, sehr gerne, ist aber anscheinend auch die alte Version. Ich muss mir unbedingt mal die neue anschauen und das verblende ich dann mit dem Finger. Ja, und dann kommen wir auch zu den Farben und da habe ich mich für diesen wunderschönen hellgoldenen Ton entschieden und verteile den auf dem beweglichen Lid und ich schichte den auch, damit er etwas intensiver wird und gebe, wie gesagt, auch noch eine zweite Schicht drauf und verblende das Ganze schon leicht über die Lidfalte hinaus. Dann kommt dieses knallige Orange zum Einsatz und das trage ich ja mit relativ leichter Hand und einem fluffigen Pinsel über die Lidfalte auf und ich finde, es gibt dem gesamten Augen-Make-up doch einen sehr schönen warmen Ton und erinnert mich so ein bisschen einfach an die Blätter im Herbst. Jedes Jahr im Herbst freue ich mich auf diese Farbnuance, so ein richtig schönes Rotbraun und das trage ich mit einem etwas schmaleren, aber auch fluffigen Pinsel in die Lidfalte auf, einfach um so einen richtig schönen Farbverlauf zu erzeugen von Gold, Orange und Rot, aber natürlich auch um dem Auge so ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Diese Tiefe intensiviere ich dann noch etwas mit der Farbe Snakebite und die trage ich dann vor allem Augenaußenwinkel auf, so ein bisschen in Richtung auch dem Wimpernkranz und verblende das so leicht in die Lidfalte. Danach wird nochmal alles gut verblendet und dann geht es auch unter dem Auge weiter, weil ich finde, das macht das gesamte Augen-Make-up einfach komplett. Und da benutze ich diesen Pencil Brush und trage zunächst wieder diesen leuchtenden Orangeton komplett unten am Wimpernkranz auf. Und im inneren Augenwinkel gebe ich dann einfach nochmal das helle Gold vom Anfang darüber und außen dann auch nochmal Snakebite. Eines meiner Lieblingsprodukte ist einfach ein matter Vanilleton. Den trage ich besonders gerne mit diesem Lidschattenpinsel hier von Müller auf. Denn damit kann ich zum Schluss einfach nochmal die ganzen Lidschatten super gut am Rand ausblenden und auch nochmal in Form bringen. Gerade am Augenaußenwinkel gebe ich dem Ganzen nochmal so einen kleinen Lift, weil ich das einfach noch ein bisschen verblende. Zwischendurch machen wir dann einfach mal weiter mit den Augenbrauen und da benutze ich diesen Stift hier von Catrice und fülle wie gesagt damit die Augenbrauen auf und anschließend mit der Rückseite vom Stift bürste ich alles nochmal gut durch, damit es auch natürlich aussieht. Besonders im Herbst mag ich diesen smokigen Look und deswegen trage ich keinen harten Eyeliner auf, sondern benutze diese Augenbrauenpalette und zwar den dunkelsten Ton davon und trage das einfach am Wimpernkranz auf, verblende das so ein bisschen in den Augeninnenwinkel, damit es da einfach immer weniger wird und außen gebe ich dann noch einen kleinen Flügel dazu.
Als nächstes benutze ich dann meine absolute Lieblingsmascara und trage die aber nur auf die oberen Wimpern auf, weil ich den Look in letzter Zeit einfach sehr, sehr gerne mag. Und dann benutze ich diesen nudefarbenen Kajal auf der Wasserlinie, damit die Augen einfach etwas mehr strahlen und größer wirken. Und zum gleichen Zweck benutze ich dann auch noch meinen absoluten Lieblings-Highlighter-Ton und zwar einfach mit diesem abgeflachten Pinsel im Augeninnenwinkel. Passend zum Herbst habe ich mich dann für einen orangefarbenen Blush entschieden und den trage ich auch sehr, sehr gerne mit diesem etwas größeren Pinsel auf und verblende das auch so leicht in den Bronzer von vorhin. Und dann kommen auch schon die Lippen dran und da habe ich mich jetzt in diesem Fall für diesen wunderschönen Rotton entschieden, der nicht allzu deckend ist, sondern einfach, wenn man ihn vor allem noch etwas abtupft, so einen richtig schönen Stain hinterlässt. Ja, und dann war es schon zum Make-up und ich wünsche euch jetzt noch ganz, ganz viel Spaß mit dem Outfit. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und hat euch etwas in Herbststimmung gebracht und ich freue mich schon sehr auf eure Kommentare und wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!